Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Dweed, und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Marvel Avengers Video eingeschaltet habt. Heute klären wir eine der meistgestelltesten Fragen hier auf YouTube und auf Twitch, und zwar: Gibt es Sets? Wo gibt es diese Sets? Und welche Exotics gibt's alle? Ja, und da habe ich einen User gefunden, Azaro, Kuss geht raus, der hat mal angefangen, eine Database zu erstellen. Und genau das zeige ich euch in diesem Video. Leute, und wenn euch mein Stuff gefällt, ja, dann nehmt euch die Zeit, wirklich. Klickt hier unten den roten, fetten Abonnieren-Button und werdet Teil dieser grandiosen Community. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Einige von euch wissen es, anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, es gibt Sets in Marvel Avengers. Und zwar gibt es Legendary und Exotic Sets. Hier sieht man das zum Beispiel, Helm des Nomaden, das ist jetzt ein Set-Teil. Ja, entgegengesetzt zu den Sets gibt es halt solche normalen Items, Brustpanzer, reaktiver Impuls. Das ist jetzt zum Beispiel kein Set-Teil. Ja, immer wenn sowas in Klammern steht. Hier, das ist jetzt wieder zum Beispiel das Supersoldaten-Set in der Legendary-Form. Und dann gibt es dieses Supersoldaten-Set auch nochmal in der Exotic-Form. Ja, diese Items haben oft nur zwei Attribute, also hier zum Beispiel Macht und Befähigung 48, das kommt sehr oft vor, haben aber dafür in den Perks oft spezialisierte Perks. Ja, hier seht ihr zum Beispiel, das ist ein Captain America Perk, Sammelrufbrecher und Ruf des Adlers. Das sind spezielle Perks, die seht ihr an den Zeichen, an den Heldenzeichen vor dem Perk, dann wisst ihr, okay, das ist jetzt ein Spezialperk. Der User Azaro hat sich die Mühe gemacht und mal eine Database aufgesetzt und genau die schauen wir uns jetzt an. Hier haben wir das gute Stück, finde ich mega, dass es immer wieder Leute aus der Community gibt, die sowas machen. Ohne Content Creator hätten wir nur halb so viel guten Stuff auf der Welt, muss man tatsächlich sagen. Deswegen sollte man das auch immer vor Augen halten, wie wichtig und wie zeitintensiv das tatsächlich ist. Ich will gar nicht wissen, wie lange der Junge hier dran gesessen hat, ja, um das Ding aufzubauen, welche Informationen der sich auch saugen musste, ja, um hier das, hier diese Database schon mal so aufzubereiten. Also danke an andere Content Creator, die auch wahnsinnig viel Zeit dafür investieren, sowas aufzubauen. Das muss einfach mal gesagt werden, weil man denkt immer so, ah, das geht immer ganz schnell, so ein Video ist doch schnell gemacht oder so, aber really? Manchmal braucht man echt 4-5 Stunden, um ein gutes Video online zu bringen. Und das hier, das ist auch wahnsinnig viel Arbeit, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Hier sieht man sehr schön aufbereitet den Heldennamen, darunter die Instanz und dann die unterschiedlichen Sets. Also es gibt 6 Legendary Sets, 3 epische Sets und 2 Exotic Sets. Das ist für jeden Charakter erstmal gleich. So, damit habt ihr schon mal die Sicherheit, welche Sets es überhaupt gibt. Das könnt ihr dann für euren Charakter nachschlagen. Ja, und dann könnt ihr auch sehen, wie gesagt, wo diese droppen, beziehungsweise wenn ihr Interesse habt an einem bestimmten Item, wo ihr dieses Set farmen könnt. Ja, es ist auch normal, dass es einmal Legendary Sets gibt und die gleichen dann in der Exotic Version in den Mega und Heroic Hives. Ja. So, das seht ihr auch hier. Ich habe das Ganze auch getestet. Super Soldier, ja, habe ich komplett gefarmt und alles hier in dieser Instanz. Ja, und dann auch nochmal im Mega Hive. Dort habe ich ja auch mein Super Soldier Set bekommen. Also das hier schon mal als super Basis. Also hier könnt ihr quasi sehen, welche Set-Teile es alle gibt. Und jetzt wird es noch besser. Und zwar gehen wir mal hier auf den Bilder, auf Data. Azaro ist gerade dran, alle Items quasi hier mit Attributen und Perks in seine Datenbank aufzunehmen. Ihr könnt jetzt hingehen und könnt sofort nach der Seltenheit filtern. Und zum Beispiel dann nach eurem Charakter. Natürlich gibt es jetzt nicht nur 19 Items Legendary für Captain America, ja, aber es ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Es ist schon mal gut zu sehen, welche Stats es gibt, wie hoch die vielleicht auch poppen können, ja. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Ich finde auch gerade hier dieser Überblick, ja, extrem hilfreich und extrem relevant. Und ich hoffe, Azaro arbeitet weiter an dieser Database, an diesem
Bilder, weil genau das fehlt uns noch. Ich denke, es gibt hier keine direkte Schnittstelle zum Spiel, deswegen muss er alles manuell irgendwie eintragen, sonst wäre das alles einfacher. Vielleicht kommt das Ganze noch. Ich finde trotzdem, ich wollte das unbedingt mit euch teilen, weil das gibt einen guten Überblick und die Frage wurde mir sehr, sehr oft gestellt. Deshalb dieses kurze Video. Die Seite verlinke ich euch hier unten in meinem Kommentar. Lasst mir doch ein Abo da, wenn es euch gefällt, ja. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte eure Informationslücken hiermit etwas füllen. Und schaut rein. Bis zum nächsten Mal bei euer Dreed.